Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Mein Gott, ich will unbedingt jetzt anfangen, öfters zu vloggen, außerhalb jetzt irgendwelchen Drehs oder so. Und heute und morgen passieren sehr, sehr coole Sachen. Heute bin ich auf einer Release-Party von Pookies Management. Da werde ich euch mitnehmen. Und morgen bin ich bei Utopia. Ich freue mich schon richtig. Und ja, I'm excited. Meine Schwester fährt jetzt mich und eine Freundin gleich nach Düsseldorf, weil leider die Bahn sperren. Weil leider die Bahn streiken. Und später müssen wir wieder mit dem Uber nach Hause fahren und das ist teuer. Ich bin leider ein bisschen erkältet. Okay. Jetzt einen Corona-Test. Das darfst du bitte nicht filmen. Darf ich nicht filmen? Nee. Oh, schade. Hi. Hi. Das sind Michelle und Sophia. Und wie heißt du eigentlich? Hallo, ich bin Finn. Hallo, Finn. Ich bin Adriana. Ich weiß. Was ist dein Sternzeichen? Oh mein Gott. Das ist voll schön hier. Der Barista da vorne, links mit dem gestreiften Hemd in der Mitte. Ja, sonst die drei, die da reden, da kannst du hingehen, die einen richtig guten Kaffee holen aus Peru. Das finde ich sehr gut. Und machen wir. Das immer gut. Kleine, die Maske, dass du da überhaupt hin musst. Ne? Wer sagt mir das, ob ich da hin muss? Kannst du selber entscheiden. Ach so, was ist da drin? Ich weiß nicht, das ist von Vodafone so ein Zelt. Von Vodafone so ein Zelt. Er weiß selbst nicht, warum es da ist. Boah, die ist ja richtig klein. LOL! Dementsprechend ist es auch schnell wieder heiß drin. Ne? Oh nein! Ich habe einen Pulli an, unter dem Pulli habe ich nichts an, das heißt, ich werde schwitzen. Hier vorne links in die Ecke hinter dem Zelt, da ist die Regie und Ton und alles. Alles da Carsten. Darf ich da kurz Hallo sagen? Ja? Darf ich da Hallo sagen? Ja, das ist so Little Homes. Wir machen für die Flutopfer so kleine Häuser, wo man halt dann leben kann. Die kann man halt innerhalb von einem Tag aufbauen. Oha. Und, voll gut. Wer ist Carsten? Hä? Er meinte zu mir, wir sehen uns. Jetzt bin ich getriggert. Das wird heute auch nicht von den Creator, nein. Stimmt. Wo ist Carsten abgeblieben? Vielleicht ist er aber noch nicht da. Vielleicht ist er, ja, das stimmt. 40 Stunden hier alles. Stimmt. Vielleicht hat er Spätschicht gehabt. Er ist jetzt halt auch beim Schlafen. Dani ist auch mittlerweile da. Und ich gehe gleich um 10 Uhr zum Regie-Scheiß und dann werde ich verkabelt. Dann gehe ich um 10:30 Uhr ran. Wann gehst du rein? Wir gehen zusammen rein. Gehen wir zusammen rein? Okay, sehr gut. Cool. Das ja, Gott sei Dank. So unangenehm, oder? So alleine. So, hallo. Wir will mal kurz hier reinschneiden. Da vorne sehen wir auch schon die ganze Zeit. Regina ist im Halbschlaf und wir am liebsten schlafen. Guck mal, wir haben 9:40 Uhr. Wir haben 10 Uhr los mit Sport, ne? Oh nein! Warte mal, muss ich mit Sport machen? Nee, wir gehen erst 10:30 Uhr rein. Okay, dann das ist sehr gut. Weil für Sport bin ich jetzt gar nicht so haben. Nee. Gerade Michelle jetzt Sachen getauscht, weil es total heiß in dem Dingens ist und deswegen ist es blöd. Hier ist einfach der Bereich, wovon alles gesteuert wird. Es sind so viele Computer. Oh mein Gott. Und die Leute sind hier am Arbeiten. Mit Maske, leider. Dass du nicht hängen bleibst. Aber bist du startklar? Cool. Mal gucken. Ja, okay. Da geh ich schon mal bei. Wow, das war so toll, mein erstes Mal. Wir gehen jetzt gleich in die Kuppel und wir sind ein bisschen aufgeregt. Ja. Und die machen da gerade Sport, man sieht es einfach von Guck hier mal, aus. Wie motiviert Lisa ist. Ist so. Wow. Verstehe ich nicht. Wie heißt du? Nils. Nils? Ja. Das stimmt, hast du ja eben erzählt. Was bist du für ein Sternzeichen? Stier. Stier. Stier, auch Stier wie Shani, ey. Gemeinsamkeiten. Ich frage einfach so, mittlerweile provoziert es die Leute, wenn ich frage. Deswegen, du bist rot. Ist es dir gerade unangenehm? Ein bisschen. Das ist mein Job, Leute. Verlegen zu machen. Es wird zwar alles hier gefilmt, aber ich will noch mal extra filmen.
Wir haben gerade einen Talk über ob du besoffen bist. Genau, über was? Was hast du denn gestern angemacht? Ich habe Tee getrunken. Aperol-Tee! Ey, guter Tee. Das soll gut für die Haut sein. Ich fühle mich hier so beobachtet. Und die machen hier Sport. Wenn du bleibst, dann suche ich dann eine Woche danach. Ich habe gerade Druck auf den Ohren. Das ist echt ekelhaft. Wir sind hier die ganze Zeit am Streichen. Hier sind die Dimas. Das ist die beste Arbeit geleistet bis jetzt. Ja, natürlich. Und ich glaube, ich mache jetzt nochmal die Ritzen. Die Rille, ne? Die Ritzen. Ich sag dazu Ritzen. We're going on a trip. Soll ich mal dippen? Dippen? Scheiß TikTok. Das ist nicht von TikTok. Videos von jedem alten scheiß Sound hoch. Und dann so, oh mein Gott, kennst du diesen neuen Sound? Boah, dein Arsch tönt mich gerade richtig an. Ja, meiner? Ja. Den gibt's aber gar nicht. Ich glaube, du weißt, meinst nicht mich. Du hast mehr Arsch als ich. Alt. Das ist mein Arsch zeigen. Ja, bitte. Oh, kannst du bitte twerken? Ey, es tauchen neue Flecken auf. Es ist einfach irgendein Geschick. Dafür haben wir aber niemand irgendwie auf den Klamotten so. Das ist gut. Echt? Boah, deine Haare strahlen einfach. Hallo. Pfui. Geh. Geh. Ja. Also ich versuche. So gut gemacht. Hallo meine Damen und Herren, wir sind hier bei Utopia. Mein Beileid, dass du auch hier bist. In der Infobox verlinkt. Bei wie viel Geld? Da. Das sieht echt gut aus, das Haus. Okay. Ist echt cool geworden. Also ich schau mal, wie es hier drin so aussieht. Hallo. 112.000. Voll schön. Ich muss raus.